Ich bin heute hier dabei, weil ich aus einer Branche stamme, in der es sehr viele Leute gibt, die prekär arbeiten und vielleicht auch das Problem haben, dass es Arbeitszeiten gibt, wo man Schwierigkeiten hat, die Kinder unterzubringen. Das ist natürlich ein Problem, was besonders Alleinerziehende betrifft oder vielleicht auch Leute, die aus einem anderssprachigen Raum kommen. Ich hoffe, dass meine Stimme, die ich hier einbringen kann ins Netzwerk gegen Kinderarmut, das betont und dass das Thema mehr nach vorne kommt. Und ich freue mich deswegen, dass ich eingeladen wurde, von Herrn Dr. Bartsch dabei zu sein. Ja, ich bin froh und glücklich, dass Nina Kronjäger hier ist, dass sie diesem Thema ihr Gesicht und ihre Stimme gibt. Es ist unser Ziel, Kinderarmut und dieses Problem der Kinderarmut viel mehr im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern und etwas zu tun. Dass in unserem reichen Deutschland überhaupt Kinderarmut möglich ist, dass sie in besonderer Weise natürlich Alleinerziehende trifft, dass sie Migrantinnen trifft, ist ein Problem. Deswegen ins Bewusstsein bringen und dann vielleicht auch konkrete Schritte abzuleiten in einem längerfristigen Prozess. Über 2 Millionen Kinder in Armut in Deutschland werden wir nicht akzeptieren. Und deswegen meine Freude sehr groß, ein so prominentes Gesicht hier beim Netzwerk gegen Kinderarmut. Danke.